Einen wunderschönen guten Tag, liebe Trader, und herzlich willkommen zur Wiedergabe in der Index-Sektion der Formationstrader. Heute ist Dienstag, der 12. November 2019. Überschrift: Eurostoxx uncool, aber trendstark. Und dafür dann doch richtig cool. Wenn ich sage uncool, Hand aufs Herz, wer tradet denn eigentlich den Eurostoxx? Wahrscheinlich guckt kaum einer das Video. Die Leute wollen immer DAX, Dow Jones, vielleicht gerade noch so den Nasdaq, aber so S&P 500, Eurostoxx. Sind so langweilig. Das muss immer so richtig, ich muss immer so 100 Punkte rauf und runter jeden Tag, 200 Punkte. Das schockt. Wisst ihr, was mich schockt? Mich schockt Trendstärke. Mich schocken richtig schöne Formationen. Hier, die wunderschöne Bullenflagge. Das ist der Anstieg, das ist die Konsolidierung, Widerstand, Widerstand, Widerstand. Dann setzt er sich da oben fest, nimmt dann auch noch die psychologische 3600 raus per Wochenschlusskurs. Und so viel zum Thema Interessenskonflikt. Ich habe hier Longposition beim Eurostoxx. Und wenn ich Longposition habe, dann teile ich das immer mit unseren Mentorschülern und auch Nutzern von unseren Premium-Diensten, die wissen, dass ich hier diese Longposition habe. Und deswegen aus meiner Sicht einmal ein mittelfristiger Ausbruch mit dem Ziel 3800 mittelfristig. 3850 ist das erste Ziel. Aus der mittelfristigen Sicht gibt noch höhere Ziele. Darüber kann man sich aber unterhalten, wenn der Markt dahin kommt. Dann ist es schon mehr als ein sehr guter Trade gewesen. Es gibt dann aber auch, vielleicht für diejenigen, die sagen, ja sag mal, bist du denn des Wahnes nackte Braut? Es gibt doch jetzt hier, gab doch hier eine trendbegrenzende Linie. Hast du die nicht gesehen? Hast du Glück gehabt? Doch, doch. Ich habe gesehen, dass es hier eine trendbegrenzende Linie gibt. Zeige ich euch auch gleich im Tageschart. Und doch, diese Linie ist schwächer als dieser mittelfristige Ausbruch. Und deswegen haben wir das auch getradet. Was dann der Eurostoxx hatte, hatte diese trendbegrenzende Linie. Und was passiert, ist hier eine mehrwöchige Konsolidierung. Und dann kommt der Ausbruch. Und das ist auch ein richtig schöner Ausbruch. Hier über die kleinere Zeiteinheit kann man auch über den Stundenchart sehen. Das war dann unser zweiter Einstieg hier über diese horizontale Marke mit der Fortsetzung. Das heißt, aus meiner Sicht, wenn man Long-Position hat, und das ist das, was ich mache, ist das jetzt keine Zone, um zu sagen, ich schmeiß meine Position. Kurzfristiges erstes Ziel ist aus meiner Sicht 3770. Eine etwas spekulativere Zielzone ist 3800 und dann nochmal on top 3840. Und man muss sich auch klar machen, wenn ich sage, also wir sprechen hier von 3770, das sind gerade mal noch so 1,8%. Und selbst 3850 sind 3,8%. Also das sind jetzt keine der riesigen Ziele mit diesem Ausbruch, was stattgefunden hat. Jetzt ist aber auch so, dass man sagen muss, auf der Basis, wenn man sich anschaut, was für einen Abstand wir zum Beispiel hier zur 200-Tage-Linie haben, ist das aus meiner Sicht schwerlich, einen guten Einstieg über den Tageschart auf der Long-Seite zu finden. Und für alle, die jetzt sagen, ja, dann muss er ja fallen, nee, muss er gar nicht. Der kann einfach so leise vor sich laufend einfach weiter höher gehen. Falls er den Gefallen tut und nochmal 3690 macht, Intraday an der Marke, und wenn er dann richtig großen Gefallen will, dann 3640 mit der 20-Tage-Linie, mit einer deutlich größeren Wahrscheinlichkeit, dass von hier aus dann nochmal die Bullen dann die nächste Welle machen. Ich sehe das im Moment nicht. Erst wenn der Eurostoxx per Wochenschlusskurs unterhalb der 3600 schließen sollte, würde ich mich davon verabschieden, dass wir die Jahreshochs von 2015 anlaufen werden und gegebenenfalls sogar das Potenzial haben, ich muss euch das auch über die Woche zeigen, gegebenenfalls sogar das Potenzial haben, noch darüber zu gehen. Also, ich fasse nochmal zusammen, nur mit einem Wochenschlusskurs unterhalb der 3600 würde ich sagen, 3,8 und darüber hinaus später ist gestorben. Es sieht aus wie ein mittelfristiger Ausbruch bei Eurostoxx. Wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, ihr seid herzlich eingeladen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Oder wenn ihr sagt, Mann, das der macht, finde ich richtig gut, dann seid ihr herzlich eingeladen, unseren Shop abzuchecken und Mitglied zu werden. Bei uns im Morgenbriefing, da haben wir regelmäßig Live-Trading-Setups, unsere, die wir euch zeigen, und natürlich auch fundamentale Analysen zum Gesamtmarkt, aber auch zum Beispiel zu Einzelwerten oder Trades zu Devisen oder Indizes. Wenn das was für euch ist, freue ich mich. Ansonsten habt einen erfolgreichen Handelstag.